Das Internetnetzwerk Facebook hat rund 800 Millionen Nutzer weltweit, die Informationen und Bilder tauschen und sich verabreden. Geld verdient Facebook damit, Nutzerdaten zu sammeln und zum Beispiel für zielgerechte Werbung einzusetzen. Doch wer hat wie lange welche Rechte an den Daten? Jetzt gibt es Vorwürfe, dass Facebook Informationen über Jahre speichere, auch wenn die Nutzer sie schon längst gelöscht haben. Ein Student aus Wien will dagegen jetzt klagen. Für Max Schrems war es gar nicht leicht, an seine gespeicherten Daten zu kommen, obwohl ihm die nach EU-Recht zustehen. Erst nach vielen Briefen und E-Mails hat Facebook sie ausgehändigt. Dann kam es für den Jurastudenten aber dicke. 1200 Seiten mit allem, was er in 3 Jahren Mitgliedschaft bei Facebook hinterlassen hat. Das sind Sachen, wo man sich fragt, irgendein KGB oder Stasi oder Co. hat nie so umfangreiche Daten gehabt über einen ganz normalen Durchschnittsbürger. Und in diesen Datensätzen waren eben auch sehr viel sehr sensible Daten zu finden. Nicht nur von dem User selber, sondern auch eben von anderen Usern. Dem ARD-Magazin Monitor zeigt Max Schrems die sensiblen Daten. Nachrichten unter anderem über psychische Probleme von Freunden, über politische Einstellungen, eben alles, was er je mit seinen Freunden über Facebook ausgetauscht hat. Besonders pikant, viele dieser Informationen hat er längst gelöscht. Facebook sieht mit Verweis auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen keinen Verstoß gegen den Datenschutz. Der deutsche Datenschutzbeauftragte Peter Schaar geht von einem Graubereich aus, in dem sich Facebook bewegt. Es muss völlig klargestellt werden, dass diejenigen, die die Daten deutscher Kunden verarbeiten, die hier ihre Geschäfte machen, also auch viel Geld mit Werbung verdienen, dass die an das deutsche Recht gebunden sind. Da gibt es Zweifel, da muss möglicherweise der Gesetzgeber ran. Max Schrems will aber jetzt Gewissheit. Er hat Beschwerde bei den irischen Datenschützern eingelegt, die für Facebook Europa zuständig sind. Sie prüfen nun, ob Facebook gegen europäisches Recht verstößt.